Hallo meine kleinen indischen Söhne und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo der zweiten Staffel des MKBs. Wie schon bereits in der finalen Analyse gesagt, startet nun endlich die zweite Staffel des MKBs. Da Bono die erste Staffel gewonnen hat, tritt er nun in der Jury auf und wird mir beim Analysieren der Runden beistehen. Das King-Finale wird trotz dessen immer noch stattfinden. Falls ihr nicht wisst, was ein King-Finale ist, erkläre ich das nochmal kurz. Der Gewinner der ersten Staffel tritt gegen den Gewinner der zweiten Staffel an. Dabei hat der Gewinner der zweiten Staffel die Möglichkeit, das komplette Preisgeld für sich abzustauben. Wie ein Besen XD, aber auch nur, wenn er das King-Finale gewinnt. Das ändert aber nichts an dem Turnier der zweiten Staffel selber. Wer die zweite Staffel gewonnen hat, hat sie halt gewonnen. Was ist daran nicht zu verstehen, Alter? Ach ja, und da YouTube seit ein paar Monaten neue, ganz tollen Richtlinien hat, wurden die Videos, die auf meinem Main-Channel immer noch ohne Probleme online sind, auf dem MKB-Kanal gestrackt. Fick dies, du Wichsgrübel, Alter. Was ich damit sagen will, falls ein Video wegen Hassrede oder Mobbing gestrikt wird, wird es weiterhin auf unserem YouTube-Kanal vorhanden sein. Der Link zudem in der Videobeschreibung und in der Kanalinfo. Zu den Regeln. Das Turnier soll nicht auf die ernste Schippe genommen werden, aber auch bitte nicht so ranzig gemacht werden, wie zum Beispiel Lugi oder Pope in der ersten Staffel. Es muss in dem Video gegen den Gegner mindestens eine Punchline vorkommen. Man darf keine privaten Informationen recherchieren und oder verwenden, außer sie wurden in einem vom Creator erstellten Video thematisiert. Die Videos müssen mindestens 3 Minuten lang sein. Es müssen Quellen für Musik, wenn nötig, vorhanden, damit wenig gestrikt werden, Bilder bzw. Videomaterial und Aussagen gegeben werden. Gastparts sind erlaubt, aber sollten nicht länger als der eigene Teil sein. Die Videos sollen in mindestens 480p hochgeladen werden. Das Video muss innerhalb der Frist uns per Discord zugeschickt werden, aber nicht öffentlich gemacht werden. Bei verständlichen Ausnahmen wie zum Beispiel Internetproblemen oder etwas Privaten wird darüber hinweggesehen. Zu den Teilnahmebedingungen. Man sollte über 10 Jahre alt sein. Man soll ein exklusives Video für das Turnier machen, in dem Fall die Qualifikation. Allgemeines. Wir wollen ein Turnier mit 8 Personen machen. Falls mehr als 8 Qualifikationen eingereicht werden, werten wir entweder die besten 8 aus und der Rest macht dann nicht mit, oder es kommen noch so viele Qualis, dass es mit einem Achtel startet. Videos werden auf dem für das Turnier angelegten Kanal hochgeladen. Ihr dürft sie aber auch, nachdem es auf unserem Kanal hochgeladen wurde, auf eurem hochladen. Es gibt einen stinknormalen Turnierstammbaum vom Viertelfinale bis zum endgültigen Finale. Und es gibt ein Preisgeld von 15 Euro mit einer Paysafe-Karte. Das Bewertungssystem. 2 Punkte Video, wie halt der Schnitt und so salze Sachen ist. 4 Punkte Punchlines, also welche Kritikpunkte ihr gegen eure Gegner sagt und die Qualität von ihnen. 1 Punkt User Vote, der über den Discord-Server entschieden wird. Den Link zum Discord findet ihr unten in der Beschreibung. Und 1 extra Punkt, unsere persönliche Meinung, wen wir halt am besten fanden. So, jetzt kommen wir zu den Kriterien der Qualifikation. Kurze Vorstellung und ein Meinungsblock über ein Thema, was ihr euch aussuchen könnt. Aber bitte nichts über ISIS oder so. Ne, ein Grund für die Teilnahme. Das Video muss mindestens eine Länge von 2 Minuten 30 haben, weil wir wollen keine 10 Sekunden Quali, wo jemand YOLO sagt oder so. Das ist nicht cool. Die Qualifikationen können bis zum Ende des Monats eingereicht werden. Und die besten werden auf dem Kanal hochgeladen und daraufhin folgen auch Mini-Analysen. Oder normale Analysen, je nachdem, worauf wir halt Bock haben. So, das waren die Infos. Wir freuen uns über jede Einsendung und natürlich auch über ganz viele Kommentare. Tschüss, ihr afrikanischen Johnny Depps. Junge, Bruder, was schreibst du da für einen Dreck, Alter? Ich hab keinen Bock mehr. Nein.